Morgen allerseits. Ich melde mich aus Gießen, habe gerade gefrühstückt und trinke gerade noch meinen Tee aus, den ich mir mit meinem selbstgemachten Bierdosenkocher gemacht habe. Und ich bin gestern noch ein bisschen in Weilburg gewesen, habe mir das Schloss angeschaut und bin dann weiter über Wetzlar nach Gießen und habe mich tatsächlich ein bisschen verfahren. Ich habe ja gestern die Wegführung so gelobt und auch, dass sie parallel zur App ist. Das war gestern tatsächlich irgendwie gar nicht der Fall. Es gab auch so ein paar Umleitungen. Und ja, ich habe mich tatsächlich verfahren und bin dann auf diesem Campingplatz hier gelandet, von dem ich erst dachte, oh, mal sehen, wie das wird, weil es hat eine riesen Familienparty hier stattgefunden. War im Endeffekt sehr lustig. Ich habe sehr viele lustige Menschen kennengelernt und werde deshalb auch jetzt noch bis heute Mittag hier bleiben, weil ich einen Porträt- und Interviewtermin mit einem Dauercamper vereinbart habe. Ich denke mal, das lohnt sich. Und dazwischen werde ich mir jetzt aber gleich schon mal Gießen ein bisschen anschauen. Und so, dass ich dann quasi, wenn ich hier wieder auf dem Campingplatz mit dem Interview fertig bin, losstarten kann Richtung Marburg. Und bis dahin ist hoffentlich auch mein Zelt trocken und meine Sachen, die ich gewaschen habe. Denn gestern ist es nochmal so richtig, richtig runtergekommen. Es hat geschüttet und gewittert. Ich bin trocken geblieben, aber ich, wie gesagt, hoffe, meine Wäsche wird dann jetzt auch trocken. Ich melde mich morgen wieder aus Marburg. Bis dahin. Tschüss.